Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Sorry, dass gestern keine Folge kam. Lag einfach daran, dass ich dadurch einige Sachen ein bisschen beschäftigt war und deswegen kam ich dazu nicht. Ich habe einen Post gestern gemacht, einen Community-Post, aber ich glaube, den hat kaum einer gesehen, weil YouTube den niemandem angezeigt hat. Sorry. Jedenfalls, deswegen kommt heute eine Folge und morgen kommt auch wieder die Folge. Also wir haben zwei Folgen, jetzt zwei Tage mit Folgen hintereinander. Und danach sind wir wieder im Zwei-Tage-Rhythmus. Ich verliere also keine Folge, nur mal so. Wir haben heute eine neue Mod. Wie immer, die getestet, downloadet ist unten in der Videobeschreibung. Und zwar haben wir den Bruckle Satire. Und das ist sozusagen der kleine Bruder vom The Grand soll das sein. Und ja, wie ihr seht, ist noch keine ganz gefinischte Mod. Erinnert mich, gebe ich zu, ziemlich an so die Mods, die wir früh im Spiel hatten. So 2014 und so weiter. Weil die von der Qualität her. Also die Mod ist noch nicht fertig. Und genau, und das ist die erste richtige Mod von dem Modder. Der hat davor so ein paar Konfigurationen und so kleine andere Mods gemacht. Das erste Mal, wo sozusagen der Modder oder die Modderin so richtig reinspringt ins Auto machen. Also, wenn das Ganze noch nicht perfekt ist, müssen wir damit rechnen. Und nicht zu viel Kritik in die Richtung werfen. Und ihr seht, zum Beispiel das Glas kann dann nicht brechen. Und so weiter und so fort. Überschlag ist schon ganz ordentlich. Au. Und crashen tut er auch nicht so perfekt. Aber wisst ihr was? Ist egal. Nur einen Wagen mehr. Den können wir mal ausprobieren. Hin. Schon ziemlich ordentlich. Also was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass das Metall sehr dünn ist. Wenn ihr mal schaut, das ist sehr, sehr dünnes Metall hier. Das wäre dann echt ein bisschen dicker. Aber vielleicht wird das ja noch verbessert. Aber sonst, grundlegendes Design finde ich eigentlich ganz cool. Passt so in die Ära des Le Grands. Interior ist größtenteils aus dem Le Grand, wie ich das sehen kann, mit den Sitzen, die anders sind und so weiter. Und nochmal einen kleinen Sprung machen und au. Wie versprochen, aber natürlich mache ich auch weiter. Die Tür kommt uns entgegen. Mache ich weiter hier mit den Bildern, die ihr mir geschickt habt. Zum Beispiel hat mir Jan hier wunderbar ein Hoodie geschickt, und zwar ein Ghost Logo Hoodie. Persönlich, glaube ich, mein Favorit. Es gibt es ja mit den Farben, mit dem Ghost Logo. Ich glaube, ich bin persönlich ein Favorit des Ghost Logos, aber es kommt halt immer drauf an. Ich trage sehr viele dunkle Klamotten, deswegen passt das ein bisschen besser bei mir. Finde ich auf jeden Fall super geil. Danke für das Bild. Ich hoffe, der ist super angenehm und ja, sieht auf jeden Fall geil aus, finde ich. Denkt, Leute, wenn ihr Merch habt, wollt, Link ist unten in der Videobeschreibung und schickt mir unbedingt ein Bild, wenn ihr Merch habt, dann kommt das in eine Folge rein. So, und wollen wir weitermachen mit den Crashes, wo wir nochmal gegen können. Komm, knallen wir mal da hier gegen das Ding da. Und wow. Das ist immer ein sehr unangenehmer Unfall, weil sehr viel Energie übertragen wird zur Seite. Und dann einmal rüberfahren, passt schon. Und wir haben auf jeden Fall verschiedene Varianten. Wir haben nämlich gerade die absolute Basisvariante. Ihr seht, das ist sogar der echte The Grand. Die Bilder sind der gleiche vom The Grand. Wir haben die Base Automatic, manuell, und dann haben wir die V6-Varianten. Dann haben wir mal die V6-Variante mit der Automatikschaltung. Unsere Hubcaps fliegen vorne instant ab. Und da haben wir unseren V6. Ja, da haben wir unseren V6. Und das Modell sieht auf jeden Fall um einiges schöner aus, also um einiges luxuriöser als die Basisvariante, die wir haben hatten. Hilft doch, dass es nicht kackbraun ist. Blinker funktionieren so. Ja, Blinker funktionieren, das ist schon mal wichtig. Wow, fast runtergefallen. Funktionieren die Blinker vorne. Ja, super. Guck, schon eine gute Mod. Dann wollen wir hier rum. Natürlich mit dem Wagen von damals. Sehr weiche Federung. Wir haben zwei Solid Axles vorne und hinten. Das heißt, ist jetzt nicht die beste, modernste Federungssetup, sagen wir mal. Und Aufhängung. So, aber darauf kommt es nicht an, wirklich. Indem wir können crashen. Eieiei. Also ganz ehrlich, dafür, dass das Version 0.1 ist. Und das erste Versuch an einem richtigen Wagen von dem Modder. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Also ganz ehrlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist um einiges besser als alles, was ich auf jeden Fall machen könnte. Oh, die Tür haben wir schon mal aufgesprengt. Effektiv. Komm, den Sprung schaffen wir ihn, schaffen wir ihn. Oh, wir haben sofort ein Rad verloren. Wer denn noch? Wir haben halt einen Frontantriebler. Bonk. Das heißt, es kann sein, dass er nicht mehr ganz so gut fährt. Und jetzt dreht er nicht mehr runter. Ich will mal kurz gucken, was können wir alles einbauen? Haben wir sozusagen die ganzen Teile vom Le Grand frei? Oder wie sieht das aus? So, also wir haben den 3,3 Liter V6. Wir können kein Dings reinbauen. Ich will kurz gucken, ob wir was ändern können. Also wir können kein
Turbo oder sowas reinmachen. Nehmen wir mal ein Limited Slip Front Differential, um das ein bisschen sportlich zu machen. Und gleichzeitig will ich die manuelle Schaltung haben. So. Okay. Dann können wir nämlich Burnouts machen. Frontantrieb Burnouts, auf geht's. So, an der Seite sich jetzt durch das Differential, das wir jetzt reingebaut haben, auch ein bisschen besser im Kurvenfahren, als er davor hatte. Schauen. Ihr seht auf jeden Fall, wie der extrem viel Bodyroll ist. Der Wagen lehnt sich sehr rein in die ganzen Kurven, verglichen mit moderneren Wagen. Kein Sprung. So. Das hätte denn echt ziemlich wehgetan. Hier rüber, rum. Au. 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 Und aufs Dach raufgeknallt. Schaffen wir es noch rum? Nee, drum schaffen wir es nicht mehr. Okay. Ich finde aber so geil, wie die Hubcaps vorne abfallen. Also so unsere Radkappen. Einfach abfliegen, sieht ganz lustig aus. Wollen wir mal gucken, durch die Röhre zu fahren. Komm, vielleicht schaffen wir das ja. So, können wir dich ein bisschen. Oh, oh klar, okay. So. Hier rechts rein. Hier links. Rechts durch. Machen wir unser Licht an, damit wir ein bisschen was sehen. Aber die machen nicht wirklich einen großen Unterschied. Oh, wir sind durch. Wir fahren noch. Unsere Kühlung ist absolut zerschrottet worden. Aber wir fahren noch. Oh, wir sehen aber nichts. Das ist ein bisschen unpraktisch. Müssen wir jetzt aus der Perspektive fahren. Oh, komm, der Rest schaffe ich aus der Ego, oder? Komm, jetzt müssen wir mal rechts. Weiß ich. Da, haha. So. Oh. Oh. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen, dass wir dagegen geknallt sind. Okay. So. Jetzt sieht nicht mehr ganz so front. Nicht mehr ganz so gut aus. Oh, das war unser Auspuff. Und ihr seht, das hat er auch erwähnt, die Frontblinker, also die Lichter vorne Blinker, die crashen etwas komisch. Wir sehen, ich stehe ein bisschen überall hin. So, auf jeden Fall jetzt mit unserem Auspuff komplett zerstört. Oh, da nochmal gegen da. Ah. Puh, wir zerstören den ganz schön. Komm, spawnen wir mal einen LeGrand daneben, nur damit wir mal einen kurzen Vergleich haben zwischen den beiden. So, LeGrand, du warst hier und da hatten wir auch nochmal die SEV6-Variante, die wir hier auch gerade haben. So, wir sind auf jeden Fall höher, wir sind um einiges höher, interessant. Und wir sind größer. Das hätte ich nicht gedacht. Ha. Also innen drin, ich glaube, wir haben weniger Raum. Ja, wir haben ein bisschen weniger Raum. Aber es ist um einiges größer, das ist interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Die Länge ist gleich. Aber er ist höher. Ha, also dafür, dass er kleiner sein soll, ich weiß nicht, ob die Dings falsch ist, die... Ich würde sagen, ob er ein bisschen falsch skaliert ist. Aber. So viel größer als der LeGrand. So. Okay, dann wollen wir mal kurz hier rum. Und dann wollen wir in den reinknallen. In den LeGrand, komm. Was Heck mit. Uff. Okay. Crash Nummer 1. Von vielen. Nochmal Front mit, die ist schwerer. Da haben wir mehr Kollision. Jetzt wurde man vom Heck wieder erwischt, sozusagen. So, unser Heck rumbringen mit der Handbremse. Jetzt mal einen schönen seitlichen Aufprall. Okay. Machen wir mal eine kleine Schadensevaluierung, oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. So, unsere Front ist auf jeden Fall ziemlich bedeppert. Okay, und hier... Oh, wow. Ja, das sieht nicht mehr so nett aus. Die ganze Seite ist komplett zerstört. Der sieht ziemlich schlecht aus. Die Seite hier geht natürlich noch. Ah, da haben wir aber auch eine Tür schon rausgedrückt und alles Mögliche. Oh, nochmal Heck. Unser Heck nochmal demolieren. Weil das sieht noch viel zu gut aus. So. Okay, rum. Okay. So. Und. Dann war komplett zerstört unser Heck. Sogar unser Dach ist ein bisschen hochgegangen, wenn ich schaue. Die Türen würden nicht mehr ganz reinfassen in unsere Hecktüren. Schaffen wir es da durch? Komm, squeezen. Ew, passt da, gerade so. Und da nochmal durch. Passt, kein Problem. Okay, komm, welche Geschwindigkeit erreichen wir? Dritter Gang, 120, 130. Ich denke, das ist das Wichtige, nicht das. 140, 42, 43. 143 und jetzt knallen wir vorwärts. Nicht oben gegen, aber beinahe. Doch, jetzt sind wir nochmal oben gegen. Okay. Aber ja, Leute, das ist mit der heutigen Folge BeamG eigentlich schon gewesen sein. Ist auf jeden Fall eine ganz interessante Mod. Bin mal gespannt, wie die sich so weiterentwickelt. Wie immer, wenn ihr irgendwie mehr von der Mod sehen wollt, dann schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare rein.
Und ja, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Ich bedanke mich immer bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCD. Morgen um 18 Uhr kommt wieder eine Folge. Und dann kommt sie wieder alle zwei Tage. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCD. Ciao.